Superschönen guten Tag, liebe Leute. Da sind wir wieder beim Pokémon Playthrough Battle. Dieses Mal mit Pokémon Kristall, was ich ebenfalls nicht gespielt habe. Keine Sorge, bald kommen wir an dem Punkt an, wo wir die Spiele wirklich gespielt haben. ja, Playthrough Kappa. Ja, da ich das Spiel nicht gespielt habe, habe ich mich dementsprechend wieder mir ein Team zusammengestellt mit Pokémon, die ich mag und die ich, denke ich, ganz cool fände in dieser Generation. Angefangen habe ich hier mit Sneeble, weil ich Sneeble und Sneebunda sehr, sehr gerne mag. Und dann habe ich gesehen, fuck, Sneeble ist voll scheiße. Es gibt nämlich keine guten Unlicht- oder Eisattacken. Es gibt den Eisstrahl, aber Sneebles Spezialangriff ist unterirdisch. Und die einzig gute Unlichtattacke ist Raub. Und die ist auch speziell. Das bedeutet, ich mache ein sehr interessantes Set mit Sneeble. Ich werde Raub spielen. Ja, um ein Item zu klauen, vielleicht sowas wie Überreste oder so. Deswegen spiele ich auch kein Item. Ruckzuckhieb zum Finishen. Moonlight, um sich selber zu heilen. Und Toxin, um den Gegner zu vergiften. Das heißt, ich hole, denke ich, das Beste aus Sneeble raus. Und es ist einfach nur ein Erneuer. Hey, ich vergifte dich und heile mich dann die ganze Zeit. Ich kann finishen oder ein wichtiges Item klauen. Sonst zu anderen Sachen ist es leider nicht zu gebrauchen. Was mich sehr traurig macht. Aber ich denke, das ist okay. Ja, gut, kommen wir weiter zu Meganie, der schlechteste in meinen Augen. Also ich mag ihn am wenigsten von den drei Startern, aber Impergator habe ich in Soul Silver genommen und Tornopto hatte ich in Gold Silber dann halt. Habe ich mir schon ausgewählt, deswegen nehme ich dann hier dementsprechend natürlich Meganie. Wir spielen Meganie Tanky mit den Überresten. Wir haben Egelsamen und Lichtschild und Reflektor, also richtig, richtig Tanky, einfach nur Stallen, Stallen. Ich muss natürlich aufpassen vor Toxin, weil Paul spielt gerne Toxin. Deswegen werde ich ihn wahrscheinlich erst ein bisschen später reinschicken. Und den Gigasauger, damit ich auch einen Pflanzen-Step habe. Was, denke ich, auch nicht verkehrt ist. Dann haben wir hier Xatu. Xatu spiele ich mit einem Erholung- und Schlafrede-Set. Dementsprechend, damit ich eine Runde auch mal einen Free Heal einfach komplett habe, habe ich die Anti-Schlafbeere. Und Psychokinese und Bohrschnabel. Ich denke, das ist beides in Ordnung. Borschnabel ist zwar physisch, aber Xatus physischer Angriff ist, denke ich, auch noch in Ordnung. Also es ist nur um 20 schlechter, das ist in Ordnung. Dafür habe ich trotzdem immer einen Step. Und ja, da haben wir zwei gute Steps und ein Schlafrede, Sleep Talk. Ich denke, daraus kann man ein bisschen was machen. Dann haben wir Ariados. Ariados spiele ich mit der Flinkklaue, weil es gibt nicht so viele gute Items. Ariados kann ein tolles, eine tolle Attacke namens Spinnennetz, die kannte ich da ja gar nicht. Die sagt einfach, dass der Gegner nicht austauschen kann. Ist also quasi einfach Horrorblick. Und dann kann man Agilität machen, die Initiative von Ariados um 2 Stufen erhöhen, eventuell sogar 2-mal, je nachdem wie es passt. Und dann machen wir, oh Gott, wie heißt denn Baton Pass nochmal auf Deutsch? Ja, auf jeden Fall diese Attacke, mit der man auswechselt. Und die Statusveränderung an das weitere, an das nächste Pokémon übergibt. Das heißt, ich nehme irgendein Pokémon, was nicht gegen Ariados machen kann, mache Spinnennetz, ein bis zweimal Agilität und dann Baton Pass zu irgendeinem meiner Sweeper, am besten nicht Sneeble. Zum Beispiel, keine Ahnung, Xatu, Hundemon oder Octillery. Und dann ist dieses Pokémon sehr, 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 sehr schnell. Und alternativ haben wir noch eine Matschbombe, weil die Matschbombe ist sehr, sehr stark mit einer Stärke von 90 und hat Step und kann vergiften. Also, denke ich, rundum sorglos Paket für Ariados. Danach haben wir Octillery. Octillery habe ich mit der Miracle Berry. Ich dachte, hey, die sorgt dafür, sie heilt vor Verwirrung oder einem Statuseffekt. Also, warum nicht? Die sieht, sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Wenn sie vor jedem Statuseffekt heilt, wenn ich das richtig verstehe. Ist das später auch noch so? Ich bin gerade ein bisschen unsicher, aber wenn ich das richtig lese, scheint das eigentlich ganz gut zu sein. Wir spielen hier einfach nur komplett Coverage, dass es alles trifft, mit Flammenwurf, Surfer, Eisstrahl und Rückkehr. Rückkehr ist wohl ganz gut, denke ich. Keine Ahnung. Es hat Stärke 102 und ja, keine Ahnung. Es wurde empfohlen bei den Sets, also wird das schon passen, denke ich. Ja, genau. Einfach ein Sweeper, am besten natürlich Ariados mit Baton Pass auf Octillery gehen. Oder alternativ auf Hundemon. Hundemon hier mit der Anti-Giftbeere, also Pirsifbeere, Verzeihung, ist halt hier auch mein zweiter Sweeper. Ich habe hier den Knirscher. Knirscher natürlich noch speziell, weil, ja, war ja mit dem, von den Typen abhängig und nicht von der richtigen Attacke an sich, weil Knirscher ist heute ja physisch. Fireblast, sehr starker Angriff und die Verfolgung.
Denke, könnte auch ganz nett sein, wenn Paul da mal austauschen würde und dann so, haha, Verfolgung, lol. Und noch ein Toxin, weil es keinen besseren Angriff für Hundemon gab. Ja, ich denke, damit kann man was anfangen. Und jetzt schauen wir uns das Team von Paul an und mal schauen, wer gewinnen wird. Ja, hier ist jetzt noch mein Team. Und zwar haben wir als erstes Megania mit Überresten. Genau. Ich habe hier auch wieder Angriff weggenommen wegen Verwirrung, weil es selber keine physischen Moves hat. Es hat nämlich nur Schutzschild, Egelsamen, Synthese und Gigasauger. Und mit Überresten zusammen ist es also der komplette Heal-Bot für sich selbst. Wobei natürlich die Egelsamen auch in wen anders weitergegeben werden können, wenn Megania ausgetauscht wird, aber das gegnerische Pokémon nicht. Soll einfach stallen, scouten und nerven. Dann haben wir Sherox, eine der Win-Conditions. Und zwar haben wir einmal den Metallmantel drauf, damit die Stahlattacken noch stärker sind. Spielen die Kraftreserve-Käfer, weil es tatsächlich keinen guten physischen, also keinen guten Käfer-Move gibt sonst. Und dann haben wir eben noch Stahlflügel als anderen Step. Und dann spielen wir Delegator und Agilität. Die Idee ist, wenn der Gegner vielleicht Angst hat und raus switcht, dass wir dann einmal Delegator drücken. Oder wenn wir einen Status-Move erwarten, kann man das ja auch immer machen. Uns dann hochboosten mit Agilität und dann mit den beiden Moves durchgehen. Dann müssen wir halt gucken, ab wann das möglich ist. Aber ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um so einen schönen End-Sweep zu machen. Dann haben wir noch Morlord. Morlord hat auch zwei Step-Moves, Erdbeben und Surfer. Wir spielen den Budasand, um das Erdbeben etwas stärker zu machen. Haben dann noch den Weißnebel dabei, um Status-Moves, Status-Werte zu resetten. Also falls der Gegner sich setupen möchte. Und noch ein Toxin, also der ist komplett gegen Tanks und gegen Setup-Mons. Sehr gut aufgestellt. Dann haben wir Traunfugil mit der Flinkklaue. Ja, das Set ist ein bisschen Troll, aber es ist ganz witzig und es gibt auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten, wie man das nutzen kann. Wir spielen zum einen den Abgangsbund, also wenn wir getroffen werden und gestört und besiegt werden, dann nehmen wir den Gegner mit. Dann spielen wir den Abgesang. Nach drei Runden werden beide Pokémon einfach besiegt, die gerade auf dem Feld sind, außer sie tauschen halt vorzeitig aus. Dann haben wir noch das Schutzschild dabei und um zu stallen für den Abgesang. Und noch den Spukball. Ja, es hatte halt nicht wirklich viele offensive Möglichkeiten, deswegen habe ich mich dafür entschieden, ein besonderes Set zu machen. Dann haben wir noch Dummiesel mit dem pinken Schal, der die Normalattacken verstärkt. Spielen null Zufriedenheit, also Happiness, um die Frustration dann zu spielen. Man hätte auch einfach Rückkehr mit voller Happiness spielen können, aber ich fand das witziger so rum. Dann haben wir noch den Giftblick dabei, um die Gegner zu paralysieren, den Donnerblitz als Coverage und Psycho Plus, das ist glaube ich auf Deutsch. Zumindest ist das das, wo wir die gegnerischen Statusveränderungen übernehmen können. Also angenommen, da hat sich jemand hochgeboostet, dann kommen wir mit Dummiesel rein und klauen uns das. Kann mal ganz witzig sein, mal gucken. Und als letztes haben wir noch Hundemon, der hat die Holzkohle dabei, um Feuerattacken zu verstärken. Spielen Full Burst, also ist quasi unser Wallbreaker. Spielen den Feuersturm und den Knirscher und noch die Verfolgung, falls jemand auswechseln will. Das Schöne ist ja, dass das beide spezielle Moves sind. Dadurch war Hundemon in der zweiten Gen schon ein ziemlich, ziemlich starkes Mon. Und wir spielen noch die Kraftreserve Eis als Coverage. Genau. Deswegen, wegen der Kraftreserve Eis müssen wir hier, glaube ich, irgendwie 15 DVs haben, aber zumindest die EVs konnten wir runternehmen, damit auch wegen wieder Verwirrung, der so wenig Angriff wie möglich hat. Ja, das war's und jetzt viel Spaß beim Kampf. Super schönen guten Tag, liebe Leute, da sind wir wieder beim Pokémon, ich habe vergessen, wie hieß es? Playthrough Team Battle. Nee, ich glaube nur Playthrough Battle. Ohne Team. Okay. Aber wir haben Teams. Und ja. ja, los. Cool. Aber beide die Gen nicht gespielt, haben wir ja auch schon erzählt. Ach stimmt, man muss ja sagen. Ach ja, nein, das habe ich auch vergessen. dann gehen wir aber nochmal zurück, oder? Weiß ich nicht. Wollte ich den Netzstarter? Ich habe keine Ahnung. Hoffentlich, vielleicht. Hast du einen Starter, den du unbedingt spielen willst? Schon. Okay. Na dann nochmal. Bei mir war es tatsächlich der Starter. Ah, bei mir war es Kritik. Kritik. Heim. Kristall. Ich glaube, ich weiß, was dein Starter, was dein Ding ist. Das war nicht so schwer. KRI. Oder mit KR, mal gucken. Oh, ich sehe gerade, das ist gar nicht mein. Ach, egal. Ich hab das Team vor Ewigkeiten erstellt. Und. Das ist auch nicht dein Starter.
Ich glaube, ich habe gar keinen Start. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse den jetzt einfach drin. Keine Ahnung. Wow. Was auch immer. Okay. Ich dachte gerade so, oh Mann, man nimmt doch Arian deswegen Klebenetz. Aber Klebenetz gab es da ja noch gar nicht. Ja, das stimmt wohl. Ja. Deswegen. Da, da, ba, 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 ba. Ich gucke erstmal, was du so machen willst. Aha, die Sludge-Bomb. Mhm. Ja, so, Problem so. Damit? Ja, schon. Schade. Ich zeig dir Schroff. Hey, Schroff. Spider-Web? Das ist quasi wie Horrorblick, oder wie? Quasi. Okay. Das ist in Ordnung für mich. Aha. Okay. Da-da-dum. Wait! Ja? Das hat nicht funktioniert? Warum hat das nicht funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Kann ich jetzt nicht sagen, sonst weißt du, was es ist. Aber es ist ja kacke. Moment, warte, mach mal nichts. Wie stelle ich nochmal bei OBS, dass man den Mauszeiger... Ach nee, den Mauszeiger sieht man sowieso. Okay. 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 Oh, das ist ja schade. Ich hab den nur reingewechselt, weil ich dachte, das wäre so. Oh. Doch nicht so schroff. Schade. Okay. Cool, ne? Ist das erlaubt? Es ist Validate. Ja, es gibt halt so Bait and Pass Clauses. Ach, die gibt es? Ja, also ich glaube, du darfst... Ich glaube, es war so, dass du nicht Initiative und noch was anderes übergeben darfst. Ja gut, das habe ich ja nicht. Initiative alleine ist in Ordnung. Und ein Mix aus anderen Sachen ist auch in Ordnung. Aber nicht Initiative und noch was anderes. Ich glaube, okay, das habe ich ja nicht gemacht. Also alles cool. Ja, alles cool. Yay. Aua. Ja, die HP sollte einen anderen Typ haben. Das war das. Ah, okay. Ja. Wahrscheinlich, Boden oder so gegen Feuer. Krieger. Ja, das ist der Krieger. Das ist mein Krieger. Mein hartes Krieger. Mhm. Und du bist Schroff und Hain. Ja. Da komme ich nicht hinter mir gerade. Boah, plus 2 ist jetzt natürlich hart. Initiative auf plus 2. Das ist ein cooler Boy. Was macht man denn da jetzt? Initiative auf plus 3 würde ich sagen. LOL. Okay. Was war das LOL? Ich kann nicht auswechseln, das Spider-Web ist noch aktiv, obwohl Ariados nicht mehr ist. Ach, crazy. Wie lange? Warte, jetzt bring ich mir mal die Attacke. Ich kann normalerweise wird sowas ja immer geresettet. Ja, vielleicht war es damals nicht so. Ich kann mir ja die Attackenbeschreibung gerade nicht durchlesen. Moment. Crazy Spider-Web. Ja, so war sicherlich so. Keine Ahnung. Schau, du machst da eigentlich keine Fehler. Na gut. Erdrutsch. Was? Erdrutsch, Hain und Schroff? Ja. Muss ich das verstehen? Nö. Okay. Ich glaube nicht, dass du drauf kommst. Erdrutsch. Sachen, die es bei Kristall passiert sind? Nee. Ach komm, natürlich Mist, das Toxin. Gott sei Dank. Oh Mann. Sehr gut, Erdrutsch. Fucking Erdrutsch. Let's go. Let's go, Krise. Oh, das ist auch ein. Ja, das ist meine Krise. Dum, 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 dum. Was nimmt man denn mal? Könnte halt jetzt echt alles Mögliche kommen, ne? Ja, Explosion zum Beispiel. Sicherlich. Ich glaube, ich nehme Dunst. Hallo, Dunst. Lightscreen, okay. Was kann denn Dunst? Abgesang. Sag mal, kann er mal aufhören, alles zu missen? Kann ich noch austauschen? Ja. Also du wirst Horrorblick wahrscheinlich machen. Vielleicht. Verstehe. Das hätte ich dann vorher machen sollen.
Wann bin ich jetzt tot? Wenn das auf 0 geht. Jetzt bist, nach dieser Runde ist es auf 2 gegangen. Nach der nächsten Runde geht es auf 1. Also jetzt, wenn du gerade einen Move auswählst, geht es dann auf 1. Ah, okay. In der Runde danach geht es auf 0. Das heißt, da stirbst du dann. Natürlich kommt jetzt rein, okay. Outplayed, würde ich sagen. Ja, schon. Warum aktivieren die sich noch nicht? Wir wissen doch, dass es damals so, dass erst wenn ein Move gemacht wurde, sie sich aktivieren. Ach ja. So ein Schwachsinn. Schon ja, ein bisschen. Protect und Leech Season, richtig ekliger. Klar. Wenn schon, denn schon. Ja. Du musst ja alles rausholen aus den Sachen, die es damals gab. Ich meine, du spielst Agilität Staffette, das ist auch nicht so schön. Ja, stimmt. Wait, das hat funktioniert? Ich hab doch Schutzschild eingesetzt. Wie, du kannst nicht mehr austauschen? Kann ich austauschen. Ach, ich dachte, das hat nicht funktioniert, lol. Das hat funktioniert. Wie dumm. Das ist ja witzig. Das ist ja dumm. Ist aha, Crit. Die. Du heilst dich so viel, Mann. Giga Drain, Überreste, Leech Seed. Mhm. Komm raus, Krimi. Synthese. Synthese. Na, was hast du Schönes? Moonlight. Null. Ja, cool, ne? Interessant, interessant. Wann kommt denn jetzt meine Heilung? Das ist nicht Wunschtraum gewesen. Das war die Direktheilungsattacke. Ach so! Moonlight ist Mondschein. Oh, ich verwechsel die immer. Oh. Ja. Ja. Cool. Bizarr. Kritisch. Nein. Nice. Aber schön ist nämlich wie Kritik, Krimi, kritisch, Krise. Ja, deins check ich Giga überhaupt nicht. Ja. Also so ein Null. Natürlich, oh. Crit! Ich hätte einen Sleep Talk gehabt. Crit auf den kritisch. Ach Mann, ich hab's quasi angezogen. Schon, ja. Er ist natürlich ein bisschen nervig. Ja. Babam, babam. Krimi. Nice. Das ist okay. Frustration. Oh, sehr schön. Stop it. Tut, macht einen guten Job. Ja, leider macht es einen guten Job. Gefällt mir nicht. Ich hätte gedacht, dass das ein Damage-Dealer ist, aber... Das Problem ist, Sneevil erlernt einfach null gute Attacken in der Gen. Oh, okay. Das wusste ich damals nicht. Also ich wusste es halt nicht und ich dachte mir, oh ja, ich mag Sneevil, ich nehme Sneevils Team. Und da habe ich die Moves gesehen und dachte so, shit. Ja, ja, ja. Das bei was zugegangen. Da kommt die Krise wieder. Ich glaube, ich krieg gleich eine Krise. So, letztes Pokémon. Wir haben zwei übrigens doppelt. Ach, schön. Oder bis zu drei, je nachdem, was dein letztes Pokémon ist. Wir werden sehen. Es sind übrigens alles Höhlen, die es in Spielen gab. Die Inferno-Höhle? Die Inferno-Höhle, die Erdrutsch-Höhle, die Schroff-Höhle, die Bizarr-Höhle, die Dunst-Höhle und die Hain-Höhle, gibt's alles. Ah, die Bizarr-Höhle sagt mir, glaube ich, sogar was. Haha, ich wusste es. Macht noch nicht so viel Schaden. Schon echt klar. Oh nein. Der ist ja schon bedingstet. Hihi, haha, hoho.
Wie viel macht so ein Erdbeben? Eieieiei. Huch, immerhin kann ich das Toxin durchbekommen. Noch ein Quick Attack. Ich hatte auch noch den Raub dabei, um Items zu klauen. Aber hat es ein auslösendes Item? Nö, es hat kein Item. Achso, es trägt gar kein Item. Nee, damit es was klauen kann. Würdest du ja auch irgendwas nehmen können, was sich aktiviert? Ja, aber die Items aktivieren sich, also Beeren aktivieren sich ja auch nicht immer, deswegen, schwierig. Das stimmt wohl. Ach, sehr schön. Das ist nicht gut. Sehr gut. Das ist gar nicht gut. Aha, ich hatte nämlich eine Gigasauge, das wusstest du nicht. Dachtest, ich spiele nur so ein ekliges Gammel-Set. Nö, ich wusste es einfach nicht. Okay. Wait, du tauschst dich aus? Nö. Ich mach ja gar keinen Schaden. Weil ich dachte, ich überlebe das trotzdem durch den Reflektor. Durch den Lightscreen so. Meine ich auch. Ja, da gibt's schon Sinn. Dunst! Du musst halt wieder mit Dunst machen. Ja, muss ich ja mit Krieg weitermachen. Go, Krieg! Oh Mann. Krieg und Krieger. Da hättest du dir aber was Schönes ausdenken können. Ja, ist. Ne. Hör doch auf damit, das ist doch so nervig. Nein, das ist witzig. Tja, was machen wir jetzt? Knifflige Situation. Wie der. Ich gebe den Abgesang auch mit? Oh, das ist ja cool. What the fuck? Was? Nice, sehr schön. So lobe ich mir das. Was ein Scheiß. Ich hatte keine Ahnung. Als ob. Das ist ein dummer Shit, Mann. Das ist ja nicht so cool. Oh nein, das ist doch komplett dämlich. Okay, das war witzig. Oh, das ist gut. Das ist nicht gut. Das ist knifflige Situation. Inferno hat eine gute Pressure auf dein Team. Ja, Inferno hat eine wirklich gute Pressure, das ist ein Problem. Vor allem, weil dein Wasser-Pokémon nur noch Half-Life ist. Ja. Was wirst du tun? Natürlich der Crit! Ich habe überlegt. Aber der hat nicht gemattert. Ich weiß es nicht. Ich habe auch noch eine Holzkohle drauf. Oh, auch noch. 318 Spezialangriff. Auch noch, Alter. Ja. Tja. Ich glaube, das ist. Lol, ich bin schneller. What? Hä? Du hast nur 178 Speed. Ja. Hä? Wieso bin ich schneller? Was? Was hast du für ein Item? Hast du Flinkklaue oder so? Ja. Du hast Flinkklaue, ja dann, okay. Das wird dir nicht angezeigt. Ach, das wird nicht angezeigt, okay. Nee, der Gen noch nicht. Da ist man einfach nur schneller. Ja, aber ich kann dein Meganien nicht killen. Nicht mit Krieg, wenn es nicht geboostet ist. Wobei, warte. Moment. Hein. Du bist schneller, okay. Ich dachte gerade, okay, ich probiere den Eisstrahl, vielleicht freeze ja, aber du warst schneller. Cool. Oh, das war cool. Das war spannend. Das war mega spannend, das war echt nice. Gut, das mit dem Abgesagt funktioniert, weil ich dachte so, oh scheiße, Traufergie kann ja gar nichts. Mhm, das war bei mir mit Zwiebeln so. Dann habe ich halt geguckt, okay, kann ich irgendwas richtig Weirdes machen, womit er nicht rechnet und dann verwirrt ihn das. Und dann habe ich Abgesang gefunden und war so, ja, das machen wir. Und dass der Abgesang auch noch weitergeht durch den Battle Pass, was ein Scheiß. Ja.
Das wusste ich halt auch nicht. Und dass es Oberreiter gibt. Na gut, dann GG. Deswegen, ja, GG. Wir sind jetzt beim nächsten Mal bei Rubin, Saphir, oder? Rubin und Saphir. Ach du Scheiße, das habe ich sogar gespielt. Ich weiß nur noch ein oder zwei Pokémon davon. Ich habe nur Smaragd gespielt, leider. Deswegen weiß ich es nicht. Na gut. Muss mir was überlegen, was ausdenken, was Schönes. Ach, das kriegst du schon hin. Ja. Bis dann. Tschö. Tschüss.